Sender, willkommen auf Zürcher TV. Ich wollte euch auch noch ganz schnell ein kleines Zeugnis erzählen, das auch wirklich eher am Anfang war von meinem Glauben, wo ich eigentlich eher frisch im Glauben war und mal erst das Fundament aufbauen kann. Da war ich auch im Praise Camp. Für die es nicht wissen, das ist eine riesige Veranstaltung, dass ich mega viele Christen aus der ganzen Schweiz treffe. Und ich habe dort, das war so lustig, ich habe die ganze Zeit für Leute gebetet. Und die ersten zwei Tage habe ich wirklich auch für Schmerzen für Leute gebetet und einfach für Bilder und für alles und so. Und ich habe ein paar Mal für Schmerzen für Leute gebetet und es ist nicht passiert. Und mich hat das irgendwie mega genervt. Weil, weißt du, Bilder haben auch immer gestimmt, die er mir hergegeben hat und auch die Wörter haben immer gestimmt, aber nur heilig habe ich irgendwie nichts gesehen, weil es heisst nicht, dass nichts passiert. Weil, was ich später realisieren durfte, ist, dass wenn du für Leute bettest, musst du nicht immer gerade etwas sehen, obwohl sie auch geheilt werden können. Es ist einfach, ja, genau. Und dann bin ich eben dort gewesen, und dann habe ich irgendwann so gefunden, so, ja, schau, du darfst mir jetzt noch Eindrücke geben. Ich weiss noch so Anforderungen zu Gott stellen. Du darfst mir jetzt noch Eindrücke geben, aber ich bete nicht mehr für heilig. Da habe ich die Schnauze voll, so in dem Style. Und dann so, zu mir, ja, schau, siehst du die Zeit? Also, dann habe ich so einen Kollegen gesehen von mir und einen nebendran. Der Herr zu mir, komm, geh zu denen. Also, den einen habe ich eben nicht gekannt, den neben seinem Kollegen. Also, neben dem Kollegen, den ich kannte, der so, komm, geh zu denen, zwei Pet für dich. Ich so, okay, bin ich so hergegangen. Ich so, hey, sorry schnell, habt ihr irgendetwas zum Betten oder so? Also, mein Kollege, sein Kollege, er so zu mir, ja, hey, sein Finger verstaucht, glaube ich, oder gebrochen oder so, und er kann seine Handgelenke nicht mehr richtig bewegen. Und ich so, hä, was haben wir gerade vorher gesagt? Wer soll machen? Und ich so, okay. Dann ich so, ja, im Namen Jesus Christus, Schmerz, geh weg und heilen und da. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Und dann habe ich so gefragt, ob er einen Unterschied merkt, ob es irgendwie besser ist. Ich so, ja, schon besser und so. Und ich so, ja, soll ich nochmal? Dann habe ich so, ja, warte doch nochmal. Habe ich nochmal gebetet, so, im Namen Jesus Christus, Schmerz, geh weg. Und dann er einfach, so plötzlich so, und seine Hände zusammenbewegen. Es tut nicht mehr weh, ich kann es bewegen. Und ich so nebenan so, hä? Ich bin selber mega überrascht gewesen. Ich bin so da gestanden so, hä, was? Es tut nicht mehr weh. Was ist denn das Zählste? Einfach so die ersten Glaubensschritte sind so lustig, weil ich selber noch so überrascht bin von Sachen, die eigentlich so logisch sind und eigentlich einfach so alt. Normal sind, dass sie passieren. Ich meine, Jesus hat gesagt, die mir nachfolgen, werden die gleichen Zeichen und Wunder tun wie ich. Und sogar noch Größeres. Und ich folge ihm nach. Also, ich sollte das ja eigentlich ganz normal sehen, aber ich bin wirklich jetzt so, was? Und er so, ja! Und ich so, oh. Nein, wirklich, das war mega lustig. Und das ist wirklich. Damit möchte ich euch einfach zeigen, hey, schau, bleibt dran. Auch wenn ihr zum Beispiel es nicht seht, oder auch wenn ihr euch denkt, ja, jetzt habe ich die Schnauze voll wegen Schmerzen zu betten und so, und überhaupt, bleibt dran. Schaut, den Totwei zum Beispiel, ihr kennt den sicher, der hat 3 Monate lang für Leute gebetet und nichts ist passiert und der hat nicht aufgegeben. Und ich meine, eigentlich ist es peinlich. Ich habe nach zwei Tagen schon gedacht, ja, Herr, also, jetzt muss ich das nicht mehr erleben, oder? Und das, ich meine, darum bleibt dran, auch wenn ihr es mal nicht seht, macht weiter. Oder zum Beispiel Peter Cabrera Junior School of Identity oder irgendwie so etwas, ich weiß nicht genau, wie er heisst. Die hat zwei Jahre lang für Leute gebetet. Stell dir das mal vor, 2 Jahre lang. Du betest 2 Jahre für Leute und nichts passiert. Und jetzt passiert bei dem die krassesten Wunder. Und ich meine, das zeigt einfach, hey, wir müssen gehorsam bleiben. Aber wenn wir gerade etwas nicht sehen, heisst das nicht, dass wir das nicht haben können. Weil, hey, es steht in der Bibel. Und das Wort Gottes ist wahr. Und Jesus hat im Wort Gottes gesagt, die wir werden nachfolgen. Wer sind die wir werden nachfolgen? Jeder einzelne Christ. Ist so. Nein, und... oh, es ist so schön da draußen. Wirklich, nein, ich geniesse es richtig. Hey, ich wünsche euch noch einen mega schönen, guten, gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal auf Zürcher TV.